Und damit ein herzliches Willkommen hier zu Clash of Champions, dem letzten Clash of Champions der Hauptbrands. Ja, was soll man sagen? Es geht um alle Titel, alle ehemaligen Champions dürfen gegen den aktuellen Champion antreten, hier in Rio Rancho, New Mexico. Und es geht natürlich heute auch um den neuen Champion-Titel hier bei Nitro, den TV-Titel. Ja, Raw macht's vor, Nitro zieht nach. Oder alle anderen machen's vor, alle anderen ziehen nach. Ja, als erstes geht's um die Tag-Team-Championships. Allerdings in diesem Falle eine Besonderheit, es ist kein normales Four-Waiver. Wir hatten ja bisher vier unterschiedliche Tag-Teams. Es ist kein normales One-Count, sondern es ist ein Four-Way Tornado Tag Team Elimination Match. Kann man ja Gott sei Dank durch Matches erstellen. Bin mal gespannt, ob das alles so hinhaut, wie ich mir das hier denke. Ja, die Office of Pain. Einmalige WCW World Tag Team Champions. Und als nächstes kommen die dreifachen World Tag Team Champions zum Ring. Die Usos von den Wild Samoans. Die Gruppierung, wo ja ihr Onkel auch mit bei ist, also ihr Vater, nicht Onkel. Rikishi, dann noch Umaga und The Rock. The Rock sehen wir ja heute auch noch im Main Event, wo es ja um den World Heavyweight Champion Titel geht. Rikishi ist mit dabei im TV Championship Match. Er steht Wild Samoan. Ja, sie fühlen sich sehr Usi heute. Ich finde diesen Ausdruck so geil, den fand ich schon damals geil. Also diese Clash of Champions Ausgabe, plan schon mal Sitzfleisch ein. Das Match könnte erstens dauern, zweitens, es wird sehr viele Parts haben. Und natürlich haben wir heute auch neue oder frisch zurückgekehrte oder für einmalige Auftritte. Und hier kommen die zweifachen World Tag Team Champions, DIY Johnny Gargano und Tommaso Ciampa. Ja, die Leute, die damals die sehr lange Titelregentschaft der Usos besiegelt hat. Und sie haben den Titel auch an die Usos wieder verloren. Aber darum soll es gehen. Die Leute sind hier aus dem Häuschen. Und jetzt stand up vor den aktuellen WCW World Tag Team Champions. Ja, und klappt natürlich zum Takt New Day Rocks. New Day Rocks. New Day Rocks. Ja, auch einfache Tag Team Champions. Ja, Xavier Woods bleibt hinten, der hat selber nachher ein Match, er ist auch im Television Champion Titel Match dabei. Ist auch ein 8-Man Elimination Match. Eigentlich hätte das ja alles super zu Survivor Series gepasst, aber ist auch egal. Ja, Kofi Kingston und Big E, die natürlich wieder ihre Budios, ob jetzt Frühstücksflocken oder ein T-Shirt drin ist, sei mal dahingestellt. Und natürlich Pancakes. Ja, auch Kofi Kingston auch sehr, sehr weit im Turnier gekommen. Und jetzt bin ich mal gespannt. Es geht eine Menge rund. Okay, nach draußen kann man auch gehen. Ich hoffe, dass das mit den Einstellungen alles gepasst hat. Und wenn nicht, dann halt nicht. Jedenfalls Kofi gegen einen von den Usos. Sonst eigentlich jedes Team einmal gegeneinander. Big E draußen mit Arkham oder Reza. Ich weiß nicht, ich kann die beiden nicht auseinanderhalten. Das ist genau wie bei den Usos. Ich kann mir nicht merken, wer wer ist. Und Kofi geht... Ich dachte, er geht nach draußen. Okay, es ist Ark. Nee, es ist Reza. Oh, Powerbomb-Konter. Ja, jetzt wird einmal ein bisschen durch mit Big E hier gegen Jay oder Jimmy und Kofi gegen Reza oder Ark. Ich weiß nicht, ich habe ihn vorhin angewählt.
Aber für unsere Tag Team Champions sieht es nicht so sonderlich gut aus. Allerdings ist es ein Elimination Match. Ich weiß jetzt nur nicht, wenn jetzt eine Hälfte des Teams eliminiert ist, ob dann der Tag Team Partner mit raus ist oder ob einer alleine es auch schaffen kann. Wir werden es sehen. Also ich denke mal, dieses Match wird eine ganze Weile gehen. Okay, Kofi, sag ich schon. Der eine Uso da oben hat auf jeden Fall nicht das Cover unterbrochen. Von daher passt das schon mit Elimination. Ja, The New Day ist draußen, also außerhalb des Rings, nicht außerhalb des Turniers. Ciampa ist oben auf dem Ringseil. Ich bin mal gespannt, vielleicht schaffen es Office of Pain heute zweifache Champions zu werden. The New Day zu verteidigen. Die Office of Pain zweifache Champions, habe ich glaube ich schon gesagt. Die Usos zum vierten Mal oder DIY zum dritten Mal. Aber die Entscheidung muss natürlich auch im Ring fallen. Also außerhalb ist da nicht viel. Da muss Kofi erstmal in den Ringpfosten. Okay, die meisten wieder drinne. Oh, jetzt auch alle wieder drinne. Und Kofi nimmt Anlauf. Rocks. Jetzt sagt er New Day. Der Ref liegt im Übrigen flach. Okay, Arkham hat da das Cover unterbrochen. Also wird dann wahrscheinlich das gesamte Team draußen sein. Und Ansatz zum SOS. Inklusive Cover. 1, 2, 3. Nein, das verbleibende Teammitglied bleibt dann drinnen. Da draußen sehen wir einen Superplex von Tommaso Ciampa. Und oh, Mr. Uso darf da genauso fliegen. Also die Hälfte der Office of Pain ist bereits draußen. Und Tommaso Ciampa hier nach dem Big Splash in arge Bedrängnis. Ja, und gut, ist natürlich klar, dass der Tag Team Partner natürlich versucht, seinen Partner aus dem Cover rauszuholen, weil man will ja nicht alleine. Komplett verständlich, Kofi muss jetzt in die obere Ringecke. Also von uns aus gesehen oben. Und dann nimmt Kofi Anlauf und Monkey Flip. Und ja, da konnte ich nicht schnell genug anvisieren. Kofi geht erstmal nach draußen. Wahrscheinlich auch das Beste, was er machen kann. Allerdings muss er aufpassen. Okay, Rope Break. Ich glaube, da wollte Jay oder Jimmy selber einen Superplex vollführen. Gut, für Reza ist jetzt natürlich auch schwierig, weil sobald er gecovert wird, Arkham kann nicht mehr eingreifen. Und Jimmy geht draußen jetzt erstmal zu Kofi. Ja gut, wenn man natürlich außerhalb des Rings ist, kann man natürlich auch nicht gecovert werden. Es ist kein False Count Anywhere. Von daher eigentlich gar nicht mal so verkehrt. Da geht's für Tommaso Ciampa erstmal in die Ringecke. Ah, Rope Break. Und SOS gegen Jimmy oder Jay, ich weiß es nicht. Aber Rope Break.
Und er probiert es einfach nochmal. Bringt aber nichts, der Ref liegt. Also da bin ich echt mal gespannt, wer hier am Ende. Alle Teams haben dieselben Chancen noch. Außer die Offense of Pain, die sind schon zu 50% draußen. Der Ref liegt immer noch. Tommaso Ciampa auch rollt, ist draußen. Kofi rollt sich wieder raus. Ist wie gesagt auch das Vernünftigste, was man machen kann, weil draußen kann man nicht verlieren. Oh, Big E will ernst machen. Er zieht sich da die Träger runter. Und da Ansatz zum Big Ending. Das könnte es gewesen sein für die Hälfte der Usos. Und das war's. Jimmy ist draußen. Und Russian Leg Sweep gegen Reza. Cover jetzt gegen Reza. Johnny Gargano guckt lediglich zu. Und sehr schöner Move. Und Kofi rollt sich raus. Er hat natürlich gar keine Lust drauf. Und die Usos damit raus. Und ich sehe gerade... Ne, Big E ist noch drin. Wo ist denn der? Und damit die Usos komplett raus. Jetzt haben wir New Day gegen DIY. Und Big Ending und Trouble in Paradise. Jetzt doppeltes Cover. Eins, zwei. Johnny Gargano raus zum Esso Ciampa liegt auch noch. Und es reicht auch, wenn New Day verteidigen ihren Titel. In einem sehr schönen Match. Also DIY New Day ganz am Ende noch drinne. Ja, hier der Big Splash von Big E. Aber das Ende wirklich ein Finisher, dann der zweite. Also der Ref hätte auch beide Cover gleichzeitig zählen können. Rein theoretisch. Und wie New Day bleibt. Gut, sie haben sich auch sehr... Wirklich das Team, was am meisten auch draußen gewesen ist. Big E direkt am Anfang. Kofi zwischendurch immer mal wieder. Konnte sich ganz gut dann erholen. Ja, die beiden feiern, aber die nächsten Herausforderer stehen ja auch schon auf der Matte. Wer es jetzt sein wird, weiß man noch nicht. Vielleicht die Sanity, die sind ja auch noch im Pool mit drinne. Und wir kommen zum nächsten Match. Unser nächstes Match, ein Singles Match. Und hier haben wir den Mann, den wir schon länger nicht mehr gesehen haben. The Big Show. Außerdem war das Problem fürs Booking einfach, dass mir für die normalen Matches, weil es sind ja 7 Matches, in den Titelmatches waren ja 3/4 des gesamten Kaders drin. Und sein Gegner am heutigen Abend. Jemand, der seit... kurzum wieder einen Aufschwung hier hat. Da kommt er aus seiner Privatumkleide. Wir sehen es oben am Namen. Goldberg. Der ja in der ersten Runde des Turniers ja gegen Randy Orton rausgeflogen ist. Aber in einem klasse Match. Er ist jetzt wieder da. Er will angreifen. Er will nach oben. Und heute wahrscheinlich sein größter und schwerster Gegner.
Ja, da prallen sie erstmal aufeinander, aber der Big Boot hat jetzt gesessen. Gut, durch den Schwung von Big Show mit seinem Big Schwung. Und da macht er jetzt erstmal Goldberg ein bisschen platter und schmeißt ihn durch den Ring. Und schöner Judo-Überwurf. Also ganz klar, Goldberg, jemand, der irgendwann auf jeden Fall um den World Champion-Titel antreten wird. Gegen wen es sein wird, wissen wir noch nicht. Das erfahren wir erst im Main Event. Jetzt nimmt er ihn zum Pump Apple Slam und wirft ihn rüber. Ja, und Big Show hat sich ja eigentlich auch hier von Nitro was versprochen, nachdem er bei Raw schon kaum eingesetzt wurde. Bei Nitro halbwegs, und er ist ja ehemaliger Intercontinental Champion, hat er damals Seth Rollins in der Open Challenge den Titel abgenommen. Und wieder ein Whip-In. Also das, ich stelle mir gerade vor, die beiden, das könnte auch ein Hair versus Hair Match sein. Also Bart versus Bart, weil Haupthaar ist ja nichts vorhanden. Und wieder ein Pump Apple. Und Bill Goldberg will es wahrscheinlich jetzt beenden. Jetzt soll der Spear erfolgen. Und Spear! Jetzt ist nur die Frage, kriegt er ihn wirklich zum Jackhammer hoch? Ansatz getätigt. Und da geht's abwärts. Jackhammer. Wird das der Sieg sein? Es wird der Sieg. Bill Goldberg gewinnt. Ganz souverän. Also, dass Goldberg auch heute Abend in keinem Titel, gut, im Television Champion Titel Match wäre das Einzige, wo er drin sein könnte. Aber vielleicht denkt er sich auch, nee, ich will woanders angreifen. Goldberg weiterhin auf der Überholspur mit 188 unterwegs. Und wir kommen zum nächsten Match. Mit neuen Gesichtern. So viel sei schon mal gesagt. Ja, drittes Match, Halbzeitmatch. Und hier jemand, der schon bei Raw auch aufgetaucht ist, da in der ersten Runde gegen Dolph Ziggler rausgeflogen ist und seitdem eigentlich nichts mehr passiert ist. Jetzt ist er zu WCW gekommen. Entweder Gastauftritt oder häufiger, man weiß es nicht, man munkelt noch. Der Mantel erinnert so ein bisschen an diese eine Hose, die Dolph Ziggler mal in einem anderen Teil hatte. Ja, und sein Gegner am heutigen Abend, auch jemand, der lange, lange nicht da war. Einer mit sehr, sehr viel Erfahrung. Da haben wir den Nature Boy. Auch Mantelmatch heute. Erstes Match Bart gegen Bart. Also inoffiziell. Und jetzt Mantel gegen Mantel. Ja, der Nature Boy Ric Flair zusammen mit Mr. Perfect. Ja, er will es nochmal wissen. Gut, warum auch nicht? Seine Tochter ist bei Nitro, deswegen ist er wahrscheinlich auch wieder da. Zwischendurch war er ja mal als Manager von seiner Tochter dabei. Und Ric Flair, der dirtiest player in the game, der geht erstmal raus. Und Dragon Screw. Man weiß natürlich, Ric Flair alles andere als für seine Fairness bekannt. Und Mr. Perfect hilft hier Ric Root auf. Und Till the World Slam von der Legende Ric Flair. Und oh, einmal übers oberste Ringseil gezogen. Oh, Konter, Ric Root und Bionic Elbow.
Ja, wuh! Und da gibt es nochmal den Elbow hinterher. Also die Leute nicht begeistert von den beiden. Ja, sie mögen sie wahrscheinlich nicht. Ich habe keine Ahnung. Muss man ja auch nicht. Der eine ist der Schönling und der andere ist halt Ric Flair. Aber man muss Respekt vor Ric Flair haben, trotz seines hohen Alters. Er hat alles erreicht, was es im Wrestling zu erreichen gibt. Also in real, hier im Spiel. Leider, leider noch nichts. Aber er geht immer weiter auf die Beine los. Und Elbow. Oh, sehr schön. So, er wartet jetzt in der Ringecke. Vielleicht will er ja à la... Ne, ich hab... Und ne, Body Slam gekontert, DDT. Also ich erwarte hier kein High-Speed-Match, wie zum Beispiel bei Lucha Libres. Und Rick Rude zeigt einfach Liegestütze auf seinen Gegner. Das heißt, er ist noch fit. Aber ich find's gut, dass Rick Rude hier bei Nitro ist. Vielleicht kommt ja hier sein Durchbruch. Also ein Match gegen Ric Flair auf jeden Fall. Und Ric Rude rollt sich raus. Ist auch das Vernünftigste, was er praktisch machen kann. Aber Ric Flair holt ihn wieder zurück. Jetzt gibt's nochmal den Elbow. Und Ric Flair wird weggestoßen. Ja, man wird sehen, wer sich von diesen beiden durchsetzen wird. Ist ja auch Aufgabe gegen Aufgabegriff. Oder bin ich jetzt total blöd? Nee, sorry, da habe ich gerade was verwechselt. Und Konter DDT. Ja, Ric Rude rollt sich raus. Ric Flair feiert. Und Ric Flair setzt den Finger vor Leglock an. Aber außerhalb des Rings bringt es nichts. Aber der Schaden wird angerichtet. So ist es ja nicht. Ah, Ric Rude kann sich befreien. Okay, wir sind bei 6. 7 und... Ja, beide gehen wieder in den Ring. Wunderbar. Und Ric Flair geht weiter auf die Beine los. Aber Ric Rude hat da überhaupt gar keine Lust drauf, sich auf die... an den Beinen irgendwie... Ja, beide rollen wieder rein. Das nutzt Ric Flair sofort aus. Mit seiner Ringintelligenz, die er ja hat. Und der Knee Drop. Direkt aufs Gemächt. Und er lauert. Was wird er zeigen? Er zieht ihm die Beine weg. Achso, er will das Woo noch machen. Und Ansatz erneut. Finger vor Leglock. Ja, wird Ric Rude tappen? Jetzt ist es ja im Ring. Und Ric Rude tappt. Oh, da zieht er aber nochmal richtig nach. Ric Flair hier. Erfolgreich. Ja, Glückwunsch an den älteren Herrn. Also mit Ric Flair, Ric Rude
Und Mr. Perfect, wenn sie jetzt fest bei WCW antreten, auf jeden Fall eine Verstärkung gegenüber den anderen Ligen. Auch was so die Namen angeht. Ja, der dirtiest player in the game, der freut sich. Lässt sich feiern, in Anführungsstrichen. Aber ist auch egal, wir kommen zum Next Match. Ja, die Frisur sitzt und wuh, und mit wuh geht's zum nächsten Match. Und Perfect dreht draußen durch.